Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Trove. Ja, ich mache noch kurz hier oben rechts die Dinge fertig und dann gehen wir eine neue Klasse erstellen. Ich hoffe, ich habe genug jetzt. Gestern hatte ich noch zu wenig. Mal schauen, ich bin jetzt im zweiten Portal, also nicht mehr in der Anfängerzone. Da geht es auch ein bisschen schneller. Dem Ding holen. Aha, wohin müssen wir jetzt? Ist da gar niemand? Hä? Oder ist der unten? Kann das sein, dass du... Ah ja, da bist du. Der Edelstein müssen wir holen. Ja, den töten. Der so aussieht wie ein Edelstein, also... Einen goldenen Käfer sozusagen. So, haben wir geschafft. Gut, gehen wir nach oben. Und ich kann schon wieder nicht. Also, dass sie diesen Fehler noch drin haben. Außerdem seit ungefähr 6 Monaten nicht Neues gebracht haben. Also, dass man zum Beispiel schwimmen und fliegen kann irgendwie später. Naja. Bin ein bisschen enttäuscht von Trove, von der Entwicklung von Trove, aber es ist eben noch ein gutes Spiel und bekanntlich werden die Spiele durch Patches nicht schlechter, sondern wenn es halt nicht so gute Patches sind, nicht so gut, viel besser. Aber das geht ja noch, weil Trove einfach Spaß macht. Es ist halt kein Minecraft und es ist auch kein Diablo 3. Es ist eine Mischung, die halt sehr auf Casual ist, aber hey. Auch die Leute, die Profis sind, haben noch genug hier von. Ach komm, hey. Musst du gleich mich abschießen. Die nervigsten Gegner. Diese Fernkämpfer, die ganze Zeit nur einen Damage machen. Oder so. Was ist das, ein Fliegenpilz? So, hier Haus machen. Mal kurz was einlagern. Ich weiß nicht, von wo ich diese Items bekomme. Die werden mir wahrscheinlich durch die Quests in mein Inventar geschoben. So. Also als nächstes müssen wir eine Klasse freischalten. Haben wir eigentlich schon lange gemacht mit dem Drakolithen. Aber scheinbar ist das alles neu eingefügt worden. Früher gab es gar kein Tutorial. Gehen wir mal in diesen Bienenstock oder Baum oder was das ist. Ich war, glaube ich, schon mal drin in einem solchen Baum. Aber weiß nicht mehr genau, was hier passiert. Also was hier für ein Boss ist, was für Gefahren, welche Fallen. Ja, ich wusste es. Aber vielleicht können wir sie damit ausrotten, diese nervigen Gegner. So, dann hier rauf, hier... Aha, Jump'n'Run. Keine Fallen. Nun gut. Okay, hier oben. Aua, das war ein Fail. Wieso müssen die Gegner mich angreifen? Hä? Ist niemand mehr? Scheinbar ist gar niemand mehr drauf auf dieser Map. Ich habe noch ein bisschen gewartet, bis die Leute, die unbedingt irgendwo in allen Richtungen gehen müssen, weg sind. Die sind nämlich schnell wieder weg. Und dann haben wir eine freie Welt für uns. So, und werden schon wieder abgeknallt. Ach komm, da ist einer. So, dann gehen wir nach oben.
So, werden auch nicht belästigt. Da ist er. Okay, es ist wieder so ein Müllkäfer. Ich mache 0 Damage. Wahrscheinlich müssen wir schon in das dritte Portal. Aber jetzt haben wir oben rechts das freigeschaltet, also gelöst. Jetzt können wir uns heimporten lassen. Ich weiß nicht jetzt, ob wir hier mit rauskommen oder... Ja, wir kommen raus. Gut. So, dann gehen wir hier eine Klasse aussuchen. Mal schauen, wie viel wir haben. Es wird nirgends angezeigt, wie viel wir haben. 11.000. Also da könnten wir eigentlich den größten schon nehmen. Den Boomeranger. Es wäre interessant, einen Boomeranger zu haben. Es wäre sicherlich interessant. Boomerangers sind geskillt im Doppelwurf und mit dem Blade. Also Boomerang wahrscheinlich. Zweimal Boomerang. Sie können Bomben legen und also man findet die Gegner automatisch mit dem Boomerang, also die Boomerang verfolgen die Gegner. Aha. Wir nehmen den Piraten-Captain, wir bekommen ja sehr schnell diese Punkte. So. Jetzt möchte ich den noch umrüsten. Switch. Hä? So geht das nicht. Ah, bin ich jetzt schon? Ja, ich bin schon. Also dann hätten wir auf M2. Okay, ah, so. M2 ist ja die rechte Maustaste. Haben wir so eine Bombe, die wahrscheinlich Gegner automatisch angreift. Mit der 1 haben wir irgendwie ein Schild und mit 2 haben wir eine Bombe. Sehr gut. Dann machen wir mal in der Neulingszone den Charakter ready. Dann gehen wir nach Westen. Ja, wir haben die Ausrüstung hier noch. Die möchte ich gern weglegen. Ah nein, wir haben... Warte doch, wir haben sie an. Wo ist es eigentlich? Das, was wir anhaben. Oder haben wir das gar nicht an? Nicht mehr. Okay, früher war es so, dass man die Sachen noch anhatte. Genau, wir haben Weapon, Face und Head Ring haben wir nicht an. Okay, kann man nicht nur so ausrüsten. Und was macht er jetzt? Ich kann irgendwie gar nicht angreifen. Oder haben wir keine Waffe deshalb? Haben wir hier irgendwas zum Ausrüsten? Ja. Gut. Haben wir das? Jetzt können wir auch schießen. Sehr gut. Ich dachte schon, es wäre wie bei Dungeon Defense eine Klasse, die nicht angreifen kann. Aber gut. Die Reichweite ist nicht so groß. Ja. Bin ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir können ja mal den Tower setzen. Ja, er schießt. Ja, genau. So wie ich mir es gedacht habe. Wie er es eigentlich Standard ist. Der Papagei, der ist lustig. Haben wir schon fast Angst gemacht. Was ist ein Elysian Flask? Haben wir den? Nö. Ich weiß nicht, was ein Elysian Flask ist. Ah, das ist der Heiltrank. Ja, sag mir doch, dass das ein Heiltrank ist. Gehen wir mal in diesen Dungeon hier rein. Genau. Schauen wir mal, was wir hier drinnen finden. Weil Items können wir ja momentan alles gebrauchen.
So, jetzt muss ich schauen, wo wir hin müssen. Aha, gut. Das ist doch ein markantes Detail. Genau. Oh, nicht zu weit. Boah. Schon fertig. Ja, aber so kommen wir nicht weit. Ah, nach oben. Ich kann aber nicht so weit hüpfen. Jetzt. So. Da auch. Ist ein sehr interessanter Charakterbild. Schaut euch mal das an. Er greift einfach alles automatisch an. Irgendwie schieße ich mit Münzen oder so etwas. Jetzt gerade nicht. Oder schießt er mit Münzen? Hat sich so angehört. Keine Ahnung. So, ja, hier ist die Kiste. Boom, aufmachen. Dann schauen wir mal, was wir haben. Okay. Ich muss es ausrüsten. So. Jetzt haben wir eine Zielscheibe. Und der Leisenhammer. Den brauche ich ja nicht. So. Was ist das? Okay, hat die gleiche Animation. Retro Gun. Brauchen wir nicht. So. Gut, abgeschlossen. Jetzt haben wir hier noch. Ja, genau, geh mal hier rein. So. Oh, stark. Diese Waffe ist recht stark. Meine neue Lieblingsklasse. Hier ist nix. Das ist ein Ablenk. Das ist so ein Puppenspieler, der lenkt Gegner ab. Sehr schön. Was haben wir hier? Hallo? Das Scriptor. Und Mistred Minion. Das ist Schwäche. Schauen wir mal. Einen Bogen können wir nicht ausrüsten. Ja, schade. Das sieht recht genial aus. Genialer Bogen. Wirklich, also die Items sind das Beste vom Spiel eigentlich. So. Level 4, Piraten-Captain. Und hier drin ist auch etwas. Mal schauen. Hallo. Da geht's rein. Gut, hier ist auch etwas. Was ist das? Ich sehe es nicht. Nehme ich einfach mal mit. Wir können immer nach dem Dungeon, sage ich, die Sachen rausschmeißen, die wir halt nicht brauchen. Nehmen wir sie einfach alle ein. An uns. Nehmen sie auf und ja. Also immer bei den Bossen setze ich noch die 1 ein. Und eigentlich eine sehr leichte Klasse. Hat leider nicht so viel Leben. Aber seht, wir können eigentlich viel Damage machen, solange der da ist. Sehr schön. Kürbiskopf haben wir auch einen.
So, ich möchte mal kurz schauen. Er ist nicht so gut, schade. Der auch nicht. Der ist gut. Aha, so ein Urzeit. Totenschädel. Nichts. Man kann nur eins gleichzeitig haben. Schade. Vielleicht später mehr. Ich kenne die Items, die höher sind als das dritte Portal, echt noch nicht so. Aber es gibt, glaube ich, Dinge, die Jumps erhöhen, also dass man mehrmals so in der Luft nochmals jumpen kann. Und was es auch immer gibt. Was ist das? Nehme ich mit, das ist eine Gun. So. Aha. Auch gelöst. Die Dungeons sind viel zu leicht hier. Dann gehen wir wieder raus. Zuerst mal kurz schauen. Also wegschmeißen. Naja. Ja, nehme ich ihn. So, die lasse ich drin. Weg. Ja, dann werde ich den nehmen. So. Gut. Zurückgehen ins nächste Portal. Ja. Die Klasse macht recht viel Spaß. Ich hoffe, sie ist auch ein bisschen stärker als der Krieger. Und sonst holen wir den Bumerang. Bang. Weiß ich nicht, wie der heißt. Hieß. Bumeranger, glaube ich. Ja, Bumeranger. So. Dann gucken wir mal, in welche Richtung wir am besten gehen. Wir gehen nach Osten. Ich bin immer nach Süden oder Westen gegangen, jetzt gehe ich nach Osten. Es folgt uns auch niemand. Sehr schön. So, hier ist ein Pilzturm. Ah, das ist so einer, den wir schon besucht haben, oder? Hier hoch. Ja, da kommen wir nicht durch. Ja. So. Ah, die explodieren. Jetzt habe ich es genau gesehen. Ja, die explodieren, wenn sie kein Leben mehr haben. Deshalb ist der so gut. Vor lauter Kampf habe ich das mal gar nicht geachtet. So. Und hier kann man... So, hab jetzt den Trank genommen, weil Leben ja als Quest war. Und wir haben noch genug Tränke. Boah, aber fast kein Leben. So. Nehmen wir die Sachen auf. Schauen mal, was wir hier gefunden haben. Ja, unbedingt. Viel besser. Ja.
Der ist halt mit Attack Speed, dafür mit weniger Energy Regeneration. Nehmen wir den. Der macht mehr Damage und ist schneller. So, sehr schön. Wird dann auch unsere Kanone besser? Scheinbar. Sehr gut. Da sind drei oder vier miteinander. Okay. Scheinbar Kollegen. Ja, das ist gut. Das Game ist auch sehr gut mit anderen Spielern spielbar. Also wenn ihr mehrere Kollegen habt, dann ist es natürlich auch leicht, aber auch viel zu leicht. Also ich habe es bei einem anderen Let's Play gesehen und das Let's Play war extrem sinnlos bei ihm, weil er schon nach dem dritten Part eigentlich hochlevelig war und nichts mehr zu zeigen gab. Fand ich nicht so toll. Level up, level up, level up, level up. Sehr schön. Was sind mir schön? Nein. Das sind wahrscheinlich die, wo reinkommen und dann jeden ansprechen müssen, ob sie dich hierhin porten und dann mitmachen und Items klauen und so. Solche Spiele kennt man genug. So. Jetzt haben wir hier noch ein Dungeon. Wir haben ja Items gefunden. Schauen wir uns die Items an. Die ist besser. Die ist noch besser. Ah, das sind zwei verschiedene. Das ist dann eine Mütze gewesen vorher. So. Jetzt leider gerade keine so gute Abwechslung, weil das ein großes Gebiet ist. Müssen mal schauen, ob wir unterschiedliche Dungeons machen. Aber diese Gruft will ich da noch kurz machen. Ah, das ist so ein. Das ist relativ einfach. Ich liebe solche Sachen. Aber ich bin nie gut in solchen Sachen. Also, so Ausweichsachen wie bei The Legend of Zelda 3 A Link to the Past. Im letzten Dungeon. Oh. Hammerhart. So. Dann finden wir noch eins. Ein Stöpsel. Ich will mal schauen, was ein Stöpsel macht. Das ist ein Mauler. Der Stöpsel ist ein Hut. Macht Movement Speed, aber Attack Speed runter. Naja. Einfach so als Mode-Item. So. Weiter. Ja, es will gar niemand zu mir kommen, also von mir aus. So, haben wir etwas anderes als eine Gruft? Da ist eine Gruft. Jetzt haben wir übrigens auch die Bombe. Ich setze dann mal die Bombe ein. Zum Anschauen. Da ist ein Gegner. Zeig mir, was du kannst. Ein Mörser! Ein Mörser! Yes. Sehr toll, also wirklich beste Klasse. Den Ice Mage möchte ich auch noch ausprobieren. Und den
den Assassinen. Also der Mercer auch beim Boss im Einsetzen wäre mal wahrscheinlich am besten. Okay, ein Grabstein. Eine Mütze wahrscheinlich. Gegner können leider die auch kaputt machen, aber ist auch gut so. Ja, hält leider nicht so lange. Okay, leider reicht es nicht mehr für einen neuen Dungeon. Aber in dem nächsten... Okay, ich werde das hier noch machen. Genau. Warte hier ausmachen, den Timer. Genau. Den werde ich jetzt noch machen, den Dungeon. Als Boni. Aber das ist wieder ein gleicher. Ja, okay. Machen wir halt den gleichen nochmals. Leider Abwechslung nicht so momentan. Ich hoffe, dass es in anderen Biomen ein bisschen besser ist. Aber leider finde ich eigentlich nur Eis, Ozean, normales Grasland und diesen komischen Ding. Mal schauen. Wohin? Irgendwo hier oben. Scheinbar. Ah, wir müssen einfach rein. Okay. So ist auch gut gemacht. So. Das ist scheinbar ein guter Puller, weil er die Gegner auf ein Ziel Ding festhalten kann und sie auch gut angreifen kann mit den Kanonen. So. Also wenn jemand Bock hatte, hier mitzumachen, der kann gerne mir eine PN schicken. Und dann Charaktername und so per PN schicken, damit ich weiß, wie er heißt. Oh, nicht so weit. Hey Gott, oh Gott. So. Boah, ist der stark. Ach, das haben wir geschafft. Okay, dankeschön fürs Zuschauen. Noch kurz die Items checken. Nein. Die machen wir auf. Open. Common Glimmer. Für was macht man dann die auf? Und, vorher auch hatte ich eine Holzkiste, da war nur so. Ja, dieses Formizid-Ohr drin, 10 oder 12 Stück, weiß jetzt nicht mehr genau. Den auswechseln. Und den auswechseln, so. Leider Stöpsel wieder weg. Schade. Okay, wir sehen uns, wie wir aussehen. Wir sehen uns im nächsten Paar wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.